Das waren die Meldungen und mit Jahrhundertmenschen geht es jetzt weiter bei Andreas Hieke. So ist es. Jahrhundertmenschen, Menschen, die 100 Jahre alt sind oder älter. Ihre Fotos sind zurzeit in der European Business School in Österreich-Winkel am Rhein zu sehen. Die Porträts des Frankfurter Fotografen Carsten Tormählen zeigen nicht nur viele Falten, sondern auch viel Lebensfreude. Gezeigt werden die Bilder anlässlich einer Fachtagung, die morgen beginnt. Alter als Vermögen. Hinter diesen Gesichtern steckt ein ganzes Jahrhundert. Zwei Weltkriege, Zerstörung und Aufbau, Teilung und Wiedervereinigung. Eine Fotoserie mit Porträts von Frauen und Männern, die 100 Jahre und älter sind. Die Ausstellung Happy at 100, zu sehen in Österreich-Winkel. Eine Hommage an das Alter. Ich möchte den Leuten sagen, schaut mal, selbst wenn ihr 100 werdet, ja, es gibt immer noch Tage oder Dinge, auf die ihr euch freuen könnt. Deswegen lautet der englische Titel auch Happy at 100, ja, weil diese Leute, die ich getroffen habe, tatsächlich alle irgendwie glücklich und zufrieden waren. Mehr als 40 Frauen und Männer hat Carsten Tormählen fotografiert. Seine Bilder sind auch als Buch erschienen. Unter dem Titel Mit 100 hat man noch Träume. Jeder hat natürlich einen anderen Traum. Sie haben nicht alle den gleichen Traum. Manche wollen 110 Jahre alt werden. Eine Dame wollte noch unbedingt endlich mal ihre eigene Musik-CD mit ihren eigenen Stücken auf den Markt bringen. Unter den 100-Jährigen ist auch der Offenbacher Lothar Frank, 101. Sein Foto betrachtet er ganz objektiv. Das ist eigentlich das erste Bild, von dem ich sage, das ist so, wie ich mir mich mit 100 Jahren selbst vorstelle. Lothar Frank ist gelernter Buchhändler. Früh übernahm er das Geschäft seines Vaters. Bis heute seine Welt. Wenn ich gefragt wurde als kleiner Junge, das erinnere ich mich auch noch, was ich mal werden wollte, da sagte ich immer, ich muss Buchhändler werden. Aber das war nicht das Muss, wie man einen Teller leer essen muss oder gerade hinsitzen muss, sondern das ist mein Leben. Auf über 100 Lebensjahre blickt Lothar Frank zurück. Ein Alter, das nur wenige erreichen. Sein Geheimnis? Es ist kein Geheimnis. Es ist mein solides Leben. Ich habe jedenfalls etwas nie getan, nie mich übernommen. Das war, wenn ich jetzt zurückschaue, wohl eine meiner Stärken. Ich habe die Welt genommen, wie die Welt gewesen ist. Eine gesunde Lebenseinstellung, die sich im Bild von Lothar Frank widerspiegelt. Die Ausstellung Happy at 100 zeigt die Schönheit des Alters, macht Mut und verblüfft. Noch bis zum 26. April.